So, welcome back to Mass Effect 3. Weiter unterwegs auf der Citadel mit neuen kennengelernten Gegnern. Assassinen nenne ich sie mal. Ja, die sind ziemlich gefährlich. Und machen scheinbar Instant Kill. Oder sehr, sehr guten Schaden. Richtig. Hol ihr das zweite. Gibt es eigentlich auch Fallschaden? Nein. Ja, nein. Oh, gut. Okay. Dafür hat es nun unsichtbare Wände. Okay. Also vorausgerechnet. Damit der Forst nicht runterfällt. Und der Serax gleich dazu. Der Serax fällt eher tot um, weil er sich selber vergast mit seinen Würzen. Ja, selber schuld, wenn du so rumbläst. Du Furzbacke. Ich glaube, auf dem Müsli stand im kleinen gedruckten Vorsicht, kann explosive Blähungen verursachen. Beim Müsli. Die Furze, die Fahrt Edition. Ich glaube, sie hätten wohl eher Folgendes notieren sollen. Warnung. Wenn ein Serax Müsli zu sich nimmt, kann das sogar tödlich enden. Dann kann es für andere sterbliche Wiesen tödlich enden. Kaboom. Hast du auch schon die Disruptor-Munition drauf gemacht? Disruptor. Yeah. Disruptor. Dann macht die Scheiße mehr Schaden. Das wirst du gleich merken. Das genau. Scheiß auf die ich Bock hab. Genau. Ich schmeiße so die Prügel raus. Ich muss sagen, Jellic war echt eine gute Idee. Bei diesen Riesenviechern. Ja. Anscheinend hat er ganz schön viel Kraft mit seinem Strahl. Genauso wie ich im Augenzimmer. So genau will ich das gar nicht wissen. Ja, es geht ja meistens in die weiße Schale rein, aber... Oh. Du musst es dir so vorstellen, nicht nur die Sonne hat einen kräftigen gelben Strahl am Morgen. Anderes Thema, bitte. Anderes Thema. Ich habe auch, neben meinem Schokomüsli habe ich auch noch mehr Schokolade am Morgen. So Schokofreude. Ey, weißt du... weißt du, das will ich gar nicht wissen, du altes Ferkel. Also manchmal ist meine Wurst rissig, manchmal... aus mehreren Teilen, aber öfters ist sie halt fast in einem Stück. Das sind dann, die ist dann richtig schön lang und so fett. Viele Infos. Vor allem zu widerwärtige Infos. Die Konsistenz kann ich dir nicht sagen. Ich gucke nicht in meiner. Nicht oh, in mein... ey, Alter. Ey, du bist wirklich, du bist echt das Reizefickel gerade. Ich glaub das da wohl nicht, ey. Es fasziniert mich eigentlich, dass aus meinem Arsch noch kein Bono rauskam. Weil die Würste so groß sind. Bono, yeah. Manchmal, da verstehe ich die Serax einfach überhaupt nicht. Manchmal? Okay, kommt wohl öfter. Öfter?
Ja. Nur öfter? Sehr gerade Phantome gesagt. Als Shepard würde ich jetzt eine Seefahrt kurz lassen. Die würden dann alle tot runterfallen. Die Gegner. Wegen dem starken Aufwind. Wo kommt das denn jetzt her? Auf so engen Fahrstuhlraum, na klasse. Das kann lustig werden. Na, der mittlere Distanzwaffen. Also kein perfektes Snipergewehr. Okay, ich bin im Schaft. Kann der Force eigentlich aufrufen? Oder kommt da immer nur so Regenbogenstrahlen aus? Ich kann genauso gut rufen. Da habe ich gerade keine Munition frei. Munition, das ausgeht. Man. Dazu müsste der Boss so richtig loslegen. Aber wie gesagt. Da flattern die Arschbacken. Nicht nur die. Im Wind. Nicht nur die. Da pustet es den Sack hoch. Der war nicht schlecht, ne? Die flattern im Wind, im Wind. Oh boy. Kopfhöhe! Nicht gegen die Wand. Hört fuck gesagt. Gib den Tipp, sterbe nicht. Das hat Simon auch immer gesagt. Ich weiß. Das war lustig. Ich rieche den Eichelkäse bis hierher. Dazu sage ich jetzt nichts. Und der Force. Junge. Oh, keiner ist da dran. Ich glaube, das Teil kann noch fliegen. In die Luft, nämlich. Shepard, was geht hier vor? Shepard blockiert uns. Sie gehört zu Cerberus. Ganz ruhig. Ich mach das. Alle beruhigen sich. Sie will ich nicht, Kaidan, sondern den Mann hinter Ihnen. Wovon reden Sie da? Stecken Sie. Was ist gerade passiert? Shepard hat es zugegeben, für Cerberus zu arbeiten, und das ist sicher immer noch so. Shepard hat Cerberus auf dem Mars bekämpft. Wie kann das sein? Ist das ein Lügner? Lülülü. Jetzt fängt er wieder an, ne? Was Shepard sagt, ist unwahrscheinlich, aber möglich. Für Debatten ist keine Zeit mehr. Ich deaktiviere das Schloss. Udina, weg da von der Konsole! Zum Teufel damit!
Was wird das denn? Schieß ihn auf den Hoden! Ich glaube, der Typ war ein ganz mieser Verräter. Oh. Schneller ging's nicht, Shepard. Anscheinend haben sie bereits alles im Griff. Ah, Baileys. Trinke ich immer gerne. Aber ich verstehe nicht. Sie sagten, Cerberus sei hier. Cerberus war hier. Aber sie sind in die Keeper-Tunnel geflohen, als sie gemerkt haben, dass wir kommen. Tut mir leid, Ratsherrin. Ganz offen, Shepard hat sie gerade alle gerettet. Dann schulde ich Ihnen etwas, Shepard. Für unser Leben und für das Abkommen mit den Primarchen und den Kroganern, das ich nie hinbekommen habe. Sie schulden mir gar nichts. In Zeiten wie diesen müssen wir zusammenhalten. Shepard, haben Sie eine Ahnung, was Cerberus damit bezweckt hat? Ganz ehrlich? Nein. Aber ich finde es raus. So, die wichtigsten Personen sind evakuiert und jetzt müssen wir einen Tunnel und 1 Million andere Orte sichern. Bewegung! Ja. Es verlief nicht nach Plan. Der Rat kontrolliert die Zitadelle noch und Udina ist tot. Jetzt. Es laufen schon andere Pläne. Ich informiere Sie bei Ihrer Rückkehr. Es überrascht mich, dass Shepard die Oberhand behalten hat. Kommt nicht wieder vor. Mal sehen. Lange nicht gesehen, Unbekannter. Lange Zeit nicht gesehen. Wir haben jeden Zentimeter dieser Tunnel durchsucht, Shepard. Ihr Cerberus-Kumpel ist nur Schall und Rauch. Er kämpft gerne. Wir sehen ihn wieder. Verzeihung, aber ermuntern tut mich das nicht. Wir können ihn nicht mal identifizieren. Er hat eine VI ins Citadel-System eingespeist, die alle Aufnahmen von ihm löscht. Er hat wohl nicht darauf vertraut, dass Odinas Plan aufgeht. Übrigens, Ihr Freund Thane ist im Huerta-Krankenhaus und muss operiert werden. Es gibt wohl Komplikationen. Wird er es denn schaffen? Sie haben anscheinend auf der Citadel nicht viel Drellblut. Ich habe seinen Sohn Kolyat verständigt. Die Blutgruppe passt, aber ich weiß nicht, ob er rechtzeitig da war. Der Weg zum Krankenhaus dürfte sicher vor Cerberus sein. Wenn Sie ihn sehen wollen, dann besser jetzt. Bin unterwegs. Oh, und der salarianische Ratsherr sagt, er sei ein Held. Naja. Vielleicht macht es das leichter für ihn. Auf zum Krankenhaus, aber schnell. Denn ich denke mal, Serax will auch wissen, wie es Sane geht. Den hat es jetzt ziemlich erwischt. Los durchkommen. Das wird sich gleich zeigen.
hoffe mal, dass sein Sohn rechtzeitig da war. Da hat sich gerade eine Quest aktiviert. Okay, noch eine Quest. Kann ich helfen? Ich suche einen Drell namens Thane Krios. Wir haben einen Drell, aber der heißt anders. Er wurde verletzt, Stichwunde. Er ist häufig hier Patient. Schon gut, schon gut. Ich verstehe. Die Ärzte konnten die Wunde schließen und versorgen. Allerdings, Mr. Krios hat das Kepral-Syndrom im Endstadium. Das Kepral-Syndrom verhindert, dass sein Blut Sauerstoff transportiert. Und er hat viel davon verloren. Er hat zwar Transfusionen bekommen, aber der Vorrat von Citadel war ehrlich gesagt sehr begrenzt. Ich besorge mehr. Welche Blutgruppe? Das wird nicht funktionieren. Nur ein anderer Drell auf der Station passt. Und der ist gerade bei ihm. Wir haben bei der Operation alles getan, aber sein Körper kann verlorenes Blut nicht ersetzen. Der Schock war zu groß. Sein Sohn Kolyat, er ist bei ihm und nimmt Abschied. Das sollten Sie auch tun. Oh, fuck. Commander Shepard, mein Vater sagte, dass Sie nicht mehr in Haft sind. Erinnern Sie sich an mich? Ich bin Kolyat Krios. Ich wollte Blut spenden und, naja, ich sollte ihm die Sauerstoffmaske abnehmen, damit er es bequem hat. Es dauert wohl nicht mehr lange. Ihr Vater hat mit mir viele Leben gerettet. Ich würde gern bleiben. Natürlich. Ich fürchte, ich schließe mich Ihnen nicht mehr an. Sie haben mehr als genug getan, Thane. Dieser Attentäter sollte sich schämen. Ein todkranker Drell hat ihn daran gehindert, sein Ziel zu erreichen. Ich lasse es verbreiten. Etwas muss ich noch tun, bevor es schlimmer wird. Ich muss... Kalahira, dieses Herz ist rein, aber befallen von Bösartigkeit und Konflikten. Führe es an den Ort, wo Reisende nie ermüden, Liebende nie weggehen, Hungernde nie hungern. Führe sie, Kalahira, und sie wird dir eine Begleiterin sein, wie sie mir eine war.
scheint wohl gegangen zu sein. Ja. Das Gebet war nicht für ihn. Er hat bereits um Vergebung für die Leben gebeten, die er genommen hat. Sein Wunsch galt ihnen. Leb wohl. Du wirst nicht lang allein sein. Naja. Bitter. Aber dafür ist er von seinem Leiden erlöst. Schade. Trotzdem die Rache. Die Rache der Täter. Bis zum Ende. Wir kämpfen genau in diesem Moment für den Schutz der Leute, von denen Sie reden. Wenn Sie diese Leute sterben lassen, war der Kampf umsonst. So einfach ist das nicht. Wenn wir jetzt nicht vorsichtig vorgehen, verlieren wir... Ja, sehr schade. Erst Morden. Jetzt auch noch Tane. Ein weiteres altes Mitglied hat sich verabschiedet aus Mass Effect 2. Und das Sterben scheint eine große Thematik zu sein im dritten Teil. Es muss doch irgendwie... Möge einen Frieden ruhen. Oh, noch eine Quest bekommen. Das reicht manchmal zuzuhören, um neue Quests zu bekommen. Was ich gerade noch durch Vanni weiß, das hatte sie mir auch erklärt. Jetzt nochmal ins Logbuch werfen. Ja, da gibt's so einiges Neues zu tun. Oh. Beim nächsten Mal jedoch werden wir erstmal einiges abgeben, um die Liste wieder ein bisschen mehr ins Graue zu rücken. Und ich würde sagen, bis zum nächsten Mal bei Mass Effect 3. Haut rein!